Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Videoreihe im Microsoft Flight Simulator. Als letztes haben wir uns ja die PMDG 737 zusammen angeguckt und mittlerweile ist auch der Phoenix A320 für knapp 60 Euro für den Microsoft Flight Simulator zu kaufen. In den Kommentaren zur PMDG wurde öfter gefragt, ob wir denn nicht auch so eine Videoreihe zum Phoenix machen können, und genau das machen wir jetzt und wir werden uns heute einen gemeinsamen Beispielflug angucken von Zürich nach Leipzig. Das Ganze natürlich mit keiner anderen Livery als der Air Berlin, und diese Livery genauso wie 180 weitere könnt ihr übrigens direkt im Phoenix Livery Manager runterladen, müsst also da gar nicht mehr den Umweg über andere Webseiten gehen. Ihr seht, das Wetter in Zürich ist heute gar nicht so gut, es fängt langsam das Regnen an, also lasst uns lieber schnell ins Cockpit hüpfen und mit unserer Flugvorbereitung beginnen. Endlich unter einem trockenen Dach angekommen, sehen wir es nun vor uns, unser neuer Arbeitsplatz, das Cockpit vom Phoenix A320, und wir gehen mal gemeinsam hinein und ihr seht natürlich, aktuell ist noch alles ausgeschalten. Wir lassen es erstmal auf uns wirken. Es ist wirklich ein sehr, sehr detailliertes Cockpit. Die ganzen Parameter dafür wurden von echten Flugzeugen Laser vermessen. Das heißt, jeder Knopf, jeder Schalter hat genau die Größe, die er auch im echten Flugzeug hat. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass sie hier auch Wert darauf gelegt haben, den Flieger nicht nagelneu aussehen zu lassen, sondern wie die meisten Flieger, die da draußen unterwegs sind, hat der schon die ein oder andere Gebrauchsspur, die wir später sehen werden. Aber das macht den Flieger nur umso realistischer. Bevor wir hier irgendwas machen, können wir einmal ein paar Sicherheitschecks machen. Zum einen haben wir hier oben eine Flasche, da können wir mal auf die Anzeige gucken. Dort befindet sich unser Rain Repellent. Hier oben im Overhead haben wir einen Knopf neben unseren Scheibenwischern. Da können wir diesen Rain Repellent aktivieren. Das ist dann eine Flüssigkeit, die wird hier auf die Frontscheibe gesprüht und die soll dann eben Wasser besser ableiten lassen. Wird im Regelfall kaum genutzt. Wir müssen aber trotzdem vor jedem Flug einmal überprüfen, dass die Nadel hier im grünen Bereich ist. Das ist in dem Fall der Fall. Dann gehen wir hier rüber. Sehen, wir haben eine ganze Menge Circuit Breakers, also eine ganze Menge Sicherungsschalter bei uns im Cockpit. Und da müssen wir jetzt einmal, bevor wir den Flieger anwerfen, sicher gehen, dass sie auch alle drinnen sind. Dafür machen wir einmal kurz die Tür zu, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Machen einmal hier den Monitor weg und klappen auch einmal den Sitz hier runter. Dann können wir das Ganze nämlich alles viel schöner sehen. Im Phoenix A320 sind über 280 dieser Sicherungsschalter auch wirklich simuliert. Das heißt, wenn wir möchten, können wir diese Sicherungsschalter auch einfach rausziehen und das entsprechende System dahinter wird dann auch heruntergefahren. Ihr seht, wenn wir so einen Circuit Breaker rausgezogen haben, dann haben wir hier so einen kleinen weißen Ring, der uns auch nochmal visuell zeigt, dass der Circuit Breaker nicht drinnen ist. Wir haben hier ein paar grüne und ein paar schwarze Circuit Breaker. Die grünen sind gemonitort, das heißt, wenn da einer rausspringt, bekommen wir eine entsprechende Warnung im Cockpit, dass ein Circuit Breaker heraus ist. Bei den schwarzen ist das nicht der Fall, da würden wir dann nur sekundäre Fehler angezeigt bekommen. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ansonsten gucken wir, dass diese ganzen Sicherungsstifte alle drin sind, dass nirgendwo dieser weiße Kreis zu sehen ist. Und wenn das hier der Fall ist, dann machen wir hier unten direkt weiter. Dort haben wir weitere Sicherungsschalter, gucken auch dort hier, dass die alle drinnen sind. Und dann müssen wir auch noch einmal den Sitz hier beiseite schieben. Und dann können wir hier die anderen Sicherungen auch noch kontrollieren. Die sind auch alle drin, das schaut wunderbar aus. Wir haben hier noch weiteres Safety Equipment, hier unten ist auch noch ein Feuerlöscher verstaut. Hier sind die Oxygen Masks, die testen wir gleich auch noch. Und dann haben wir noch ein paar weitere Sicherungen hier hinten hinter dem Sitz versteckt, beziehungsweise hier in der Tür. Auch hier müssen wir einmal gucken, dass die alle drin sind, ist hier auch der Fall. Und dann können wir auch nochmal hier oben hingucken, da haben wir ja noch ein paar Sicherungsschalter. Und auch die sind alle drinnen und keiner davon steht heraus. Das heißt, alle Circuit Breaker drinnen, so sehen wir das am liebsten. Ansonsten kontrollieren wir noch ein paar Sachen. Wir schauen einmal, dass unsere Schubhebel auf Idle sind, dass unsere Engines auf Aus sind. Wir wollen ja nicht jetzt Strom auf den Flieger geben und dann fahren plötzlich die Triebwerke hoch. Unsere Klappen sind verstaut, unsere Ground Spoiler sind drinnen, unsere Parkbremse ist gesetzt und unser Fahrwerk ist auch unten, ganz wichtig. Was wir auch noch zusätzlich kontrollieren, sind unsere Wiper, also die Scheibenwischer. Ihr seht, es regnet hier ein bisschen in Zürich aktuell. Man könnte meinen, Scheibenwischer könnte man viel brauchen. Im Flugzeug ist es aber tatsächlich so, dass man die kaum anfasst, weil sie auch nicht so viel bringen. Können wir uns später aber nochmal genauer anschauen. Wichtig ist jetzt, bevor wir die Flieger einschalten, dass diese Wiper auf Off stehen. Es könnte ja sein, dass die Crew, die vor uns den Flieger benutzt hat, hier bei strömendem Regen gelandet ist und die dann entsprechend vergessen hat auszuschalten. Und wenn wir jetzt unter trockenen Bedingungen hier den Flieger anmachen würden und die Scheibenwischer wären noch an, dann könnten die hier unsere Scheibe ziemlich fies verkratzen und das wollen wir verhindern. Und deswegen gucken wir einmal, dass die auf Off stehen. Wenn das der Fall ist, dann setzen wir uns hin und beginnen unseren Flieger einzuschalten, und zwar hier oben im Overhead-Panel.
Je nachdem, wie lange der Flieger stand, müssen wir einmal gucken, dass unsere Battery 1 Voltage und unsere Battery 2 Voltage jeweils über 25,5 Volt anzeigen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen die Batterien vorher noch ein bisschen aufgeladen werden. In dem Fall sind beide Werte drüber, deswegen können wir zuerst Batterie 1 einschalten und auch Batterie 2. Dann hört ihr schon im Hintergrund, die ersten Systeme fahren hoch, aber nur unsere Batterien können das Flugzeug nicht ausreichend mit Strom versorgen, um alle Systeme laufen zu lassen. Deswegen müssen wir jetzt noch eine weitere Stromquelle hinzufügen. Ihr seht auch, dass unsere Batterien langsam an Voltage verlieren, deswegen können wir entweder unsere APU dazu schalten oder wir haben in unserem Fall eine Ground Power Unit connected, die können wir dann hier durch das Available Light identifizieren und können also die drauf schalten und dann erwacht das Flugzeug zum Leben und die Systeme fahren hoch. Dann braucht das Flugzeug einen kleinen Moment. Ihr seht, jetzt werden die ganzen Systeme quasi einmal selbst getestet und wenn die dann alle fertig sind, dann beginnen wir hier weiter unsere Runde im Overhead zu gehen. Wenn wir dieses Geräusch hören, wissen wir, dass unser Flight Warning Computer, also der Computer, der sich um unsere Fehler kümmert und der uns die Fehler auch anzeigt und vor Fehlern warnt, dass der jetzt bereit ist für etwaige Fehler wie zum Beispiel ein APU-Fire. Jetzt könnten wir also beginnen, unsere Runde im Overhead zu gehen. Wir beginnen unsere Runde hier oben links mit unseren Air Data Inertial Reference Systems. Das sind zwei verschiedene Systeme, die wir hier aber mit einem Schalter bedienen können und wir schalten sie in der Reihenfolge, in der sie nummeriert sind, in die NAV-Position. Hier links ist ADR1, den schalten wir zuerst in NAV. Dann geht hier drüben der ADR2 auf NAV. Hier kommt ein kurzes Forward Light, das ist auch okay so. Dann müsste hier oben das On-Bed Light kurz aufleuchten und dann wieder ausgehen. Und das gleiche machen wir auch mit dem ADR3. Das linke System versorgt den Kapitän, das rechte System versorgt den ersten Offizier und das dritte System könnte man bei Bedarf dann entweder dem Kapitän oder dem ersten Offizier zur Verfügung stellen, sollte sein System ausfallen. Ansonsten gucken wir hier, dass alle Lichter aus sind. Den Schalter schalten wir je nach Bedarf entweder auf Captain oder auf Purser. Das ist unser Evacuation Panel und hier können wir quasi auswählen, wer eine Evacuation initiieren kann. Kann das der Kapitän und der Purser oder kann das nur der Kapitän? Das ist immer von Airline zu Airline so ein bisschen unterschiedlich. Ansonsten Emergency Electric Power, da müssen wir nichts anfassen. Unser GPWS, da sollen auch die Lichter aus sein. Das Terrain Fault Light ist auch vollkommen normal. Unser Inertial Reference System ist ja noch nicht aligned, deswegen funktioniert das entsprechend auch noch nicht. Hier unten wollen wir einmal auf den Ground Control Knopf drücken. Damit aktivieren wir unseren Cockpit Voice Recorder. Standardmäßig läuft dieser Cockpit Voice Recorder immer erst dann, wenn mindestens ein Triebwerk läuft oder das Flugzeug in der Luft ist. Da wir aber möchten, dass unsere Gespräche, die wir am Boden machen, zum Beispiel unser Departure Briefing, auch auf diesem Cockpit Voice Recorder aufgezeichnet werden, müssen wir hier einmal den Ground Control Knopf auf On stellen. Sobald dann das erste Triebwerk läuft, geht dieser Ground Control Knopf auch von automatisch wieder aus. Zudem möchten wir einmal testen, dass unser Cockpit Voice Recorder auch funktioniert. Dafür drücken wir hier einmal auf diesen Knopf und warten auf das akustische Signal. Wenn wir das gehört haben, wissen wir, dass funktioniert und dann können wir hier unten weitermachen. Bei Crew Supply, unserem Oxygen, drücken wir einmal auf das Knöpfchen, dass das Offlight ausgeht. Damit geben wir quasi uns als Crew die Möglichkeit, Sauerstoff aus dem System zu beziehen. Ob das System auch funktioniert, das testen wir gleich. Dann geht es hier in der Mittelkonsole oben weiter. Wir haben hier unsere Fire Protections, die wollen wir alle einmal testen, dass sie auch wirklich funktionieren. Zunächst mal die APU. Dann sehen wir erst, dass hier der Agent einmal aufleuchtet, also das wäre unser Feuerlöscher. Hier oben müssen wir einmal gucken, dass das Lichtchen leuchtet. Wir machen das Ganze auch mal mit Engine 1 und gleichzeitig kontrollieren wir hier unten einmal, dass unsere Master Warning leuchtet, dass wir hier das entsprechende ICAM angezeigt bekommen und dass auch hier unten, das können wir jetzt leider nicht sehen, neben den Engine Start Switches die entsprechende Lampe auch leuchtet. Wenn das der Fall ist, machen wir das auch mal bei Engine 2 und da seht ihr jetzt hier unten entsprechend die Lampe leuchten. Wenn die Systeme alle gecheckt sind, dann wissen wir, dass im Falle eines APU-Fires oder eines Engine 1 oder 2 Fires das System uns entsprechend warnen würde. Die Fuel Pumps lassen wir immer noch aus, das ist immer von Airline zu Airline ein bisschen unterschiedlich. Manche schalten die ein, wir lassen sie jetzt mal noch aus. Hier in der Elektrik müssen wir normalerweise auch nichts anfassen. Wir sehen hier noch zwei Fault Lights an den Engine Generators, also Generator 1, der vom linken Triebwerk betrieben wird und Generator 2, der vom rechten Triebwerk betrieben wird. Logischerweise sind beide Triebwerke noch aus, also liefern auch die Generatoren keinen Strom, deswegen kommt das Fault Light, ist aber vollkommen normal am Boden. Ebenso unser Air Conditioning bzw. unsere PACs.
die bekommen ja aktuell noch keine Luft zugeführt. Wir haben ja nur eine External Power angeschlossen, die liefert uns nur Strom. Wir haben aber kein Aggregat, was uns Frischluft zuführt. Deswegen haben wir aktuell hier auch Faultlights an den Packs. Das ändert sich dann später, sobald wir die APU und beziehungsweise die APU Bleed dann dazugeschaltet haben. Unser NTI-System ist aus, das Propeat müssen wir nicht anfassen, das ist in der Autoposition so wie es ist, da kümmert sich also der Flieger drum. Hier gucken wir einmal, dass die Landing Elevation auf Auto steht und dann können wir hier unten noch unsere Lichter vorbereiten. Die Strobe Lights gehen in die Autoposition, damit sind sie quasi in einem Modus, in dem sie, sollte der Flieger fliegen, ohne dass sie eingeschaltet sind, spätestens dann angehen. Ansonsten wollen wir die später ja erst dazu schalten, wenn wir auf unsere Startbahn rollen. Die NAV-Logo-Lights gehen in die 1er-Position, es gibt auch noch eine 2er-Position. Das sind einfach zwei unterschiedliche Systeme. Die NAV-Lights sind essentiell für uns, um bei Nacht fliegen zu dürfen. Sollte also das 1er-System ausfallen, dürften wir nicht mehr fliegen. Deswegen haben wir zwei Systeme, um gegebenenfalls auf das andere umschalten zu können. Die APU können wir aktuell noch auslassen. Wir schalten die Seatbelts einmal auf On, die No-Smoking-Signs gehen auf Auto und die Emergency-Exit-Lights werden gearmt. Dann geht auch hier unten das orangene Licht aus. Und dann gucken wir noch einmal hier in der rechten Paneele. Hier oben ist unser VHF-3er-System. Hierüber könnte quasi ein dritter Pilot, der noch mit im Cockpit sitzt, die Funkgespräche mithören. Hier oben müssen wir vor allem einmal kontrollieren, dass Passenger Announcement hier leuchtet. Das sorgt dafür, dass quasi die Gespräche, die über das Passenger Announcement gemacht werden, oder die Ansagen besser gesagt, auch auf dem Cockpit Voice Recorder aufgezeichnet werden. Ansonsten kontrollieren wir hier noch einmal, dass die ganzen Lichter aus sind. Das ist der Fall. Und dann haben wir unser Overhead soweit schon mal gecheckt. Hier oben sind wie gesagt die ganzen Sicherungen und die Schalter, solange die auf Norm stehen und wir da nichts anfassen, sollte das auch alles in der richtigen Position sein. Dann machen wir hier weiter. Hier am Autopilot müssen wir aktuell noch nichts einstellen. Unser Landing Gear haben wir schon confirmed, dass das down ist. Dann haben wir jetzt in unserem Fall die analogen Standby-Instrumente und ihr seht, unser künstlicher Horizont, der passt nicht so ganz. Das heißt, den müssen wir einmal neu kalibrieren. Und das ist wunderschön simuliert. Und zwar müssen wir einmal hier an diesem kleinen Knopf ziehen. Den gezogen halten und dann seht ihr, pendelt sich das langsam aus und sobald es sich dann ausgependelt hat, können wir den Knopf wieder loslassen und bekommen unsere Lage im Raum entsprechend richtig angezeigt. Ansonsten Schubhebel sind auf Idle, das haben wir auch schon alles kontrolliert und dann können wir uns mal anschauen, wie unser Flug für heute ausschaut. Um unseren Flug später gut vorzubereiten, können wir hier wunderbar dieses Phoenix Tablet benutzen. Dafür können wir entweder den Code eingeben, das ist 4 mal die 0. Oder wir nutzen unseren Fingerabdrucksensor. Der ist hier so simuliert, indem wir einfach mit der Maus über den Knopf hovern, ist das quasi so, als würden wir unseren virtuellen Fingerabdruck da drauf legen. Schon haben wir unser Tablet entsperrt und ihr seht, das ist wunderbar übersichtlich aufgeräumt hier. Erinnert ein bisschen an ein gewisses Tablet, was ihr da draußen kaufen könnt und ich finde es wirklich sehr, sehr intuitiv gestaltet. Wir fangen mal hier oben links an, hier finden wir die Phoenix App. Darüber können wir die wichtigsten Sachen von unserem Flugzeug steuern. Hier drüben haben wir das Departure Performance Tool, damit können wir also unsere Geschwindigkeiten und unsere Trimmung für den Takeoff ausrechnen. Genauso haben wir auch ein Tool für unsere Arrival Performance, also damit könnten wir dann für die Landung die entsprechenden Distanzen ausrechnen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Navigraph-Karten uns in das EFB anzeigen zu lassen. Unter Pilot Briefing finden wir dann später unseren Operational Flight Plan und unter Settings können wir so ein paar Sachen einstellen. Grundsätzlich würde ich zuerst immer in die Phoenix App gehen und hier einmal den Flugplan von SimBrief reinladen. Wichtig ist dafür, dass ihr einmal dem Flugzeug natürlich gesagt habt, was eure SimBrief-ID ist, ansonsten kann der Flugplan ja nicht entsprechend geladen werden. Jetzt gibt es bei dem Phoenix ähnlich wie bei der PMDG auch die Möglichkeiten, verschiedene Sachen einzustellen. Das könnt ihr hier alles unter Sim-Settings machen. Dort könnt ihr also auswählen, ob ihr die analogen Standby-Instrumente haben wollt oder das moderne digitale. Ihr könnt auswählen, was für Airline-spezifische Ausstattungen, die ihr in eurem Flugzeug haben möchtet, also ein FLS zum Beispiel, ein FMS Landing System, gucken wir uns in einem anderen Video mal an. Ein Auto-TCAS, also ein System, das unser Flugzeug selbstständig anderem Verkehr ausweicht. Eine LDEF, also eine Abweichungsanzeige für den Takeoff. Das AD Essential Auto Switching, das würde jetzt zu tief in die Materie reingehen und verschiedene andere Einstellmöglichkeiten auch, sodass ihr euren Flieger so konfigurieren könnt, wie das entweder im echten Flugzeug der Fall ist oder wie ihr das gerne in eurem Flugzeug hättet. Ansonsten könnt ihr hier auch die Kabine steuern, man kann die Kabine auch ausblenden, sollte man Probleme mit der Performance haben und auch noch verschiedene andere Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Radio Altimeter Callouts, die also vor unserer Landung immer die Höhe runterzählen. Das ist ja auch immer von Airline zu Airline so ein bisschen unterschiedlich, welche da angesagt werden und das könnt ihr euch so hier einstellen, wie ihr das gerne hättet. Ansonsten wollen wir uns jetzt um die Flugvorbereitung kümmern und dafür gucken wir jetzt alles erstes mal in unser Pilot Briefing rein.
Hier können wir jetzt auch wieder ganz entspannt von SimBrief unseren Flugplan reinladen, indem wir hier einmal draufklicken, dann wird der SimBrief-Flugplan heruntergeladen und wir können ihn in dem Format, in dem wir das kennen, anschauen. Unser Flug ist heute die Air Berlin 2 Alpha Charlie am 22. Mai, der Aufnahmetag des Videos, und es geht von Zürich nach Leipzig-Halle. Wir sind mit dem A320 unterwegs, der Delta Alpha Bravo Victor November, und wir haben einen Kostindex von 30 für den Flug geplant. Wir fliegen mit dem Phoenix A320, wir haben also auch das entsprechende Profil bei SimBrief ausgewählt und haben die CFM 56 5B4P Triebwerke dran. Der Wind auf dem heutigen Flug kommt durchschnittlich aus 293 Grad mit 49 Knoten, wir haben also plus 3 Knoten, also ein bisschen Rückenwind. Unser Estimated Takeoff Weight, vorausgesetzt natürlich wir tanken nichts extra und die Beladung ist auch so wie geplant, wird um die 64 Tonnen sein. Und unser Landing Weight voraussichtlich etwas über 61 Tonnen. Das Zero Fuel Weight, also das Gewicht vom Flieger ohne Sprit, aber schon mit Passagieren und Gepäck und allem drum und dran an Bord, wären in unserem Fall knapp 58,8 Tonnen. Hier unten sehen wir unsere Reiseflughöhe, es ist geplant Flight Level 370 und dann kommt unsere Spritberechnung. Wir haben also Trip Fuel für den eigentlichen Flug von Zürich nach Leipzig knapp 2,7 Tonnen dabei, 1 Stunde 1 Flugzeit. Dann kommt noch eine Contingency von 15 Minuten obendrauf, schreibt der Gesetzgeber vor, dass wir eventuell schlechtem Wetter oder sowas unterwegs ausweichen können, sind nochmal 15 Minuten zusätzlich, also knapp 700 Kilo. Dann kommt noch der Alternate Sprit obendrauf, sollten wir also in Leipzig nicht landen können, müssten wir nach Dresden fliegen, das würde 19 Minuten dauern und nochmal knapp 800 Kilo Sprit brauchen. Und dann kommt noch eine Final Reserve von 30 Minuten obendrauf, nochmal knapp 1,1 Tonnen, macht zusammen knapp 5,2 Tonnen. Da oben drauf kommt nochmal unser Taxi-Fuel plus noch ein eventuelles Extra und SimBrief schlägt uns also vor, für den heutigen Flug knapp 5,4 Tonnen Sprit mitzunehmen. Wir scrollen weiter nach unten, dort finden wir unser Routing. Wir sollen also in Zürich auf der Runway 32 starten über die Degas 5 Lima Departure Route und dann haben wir unsere Airways und Waypoints, die wir abfliegen bis nach Goxli und dann geht's auf die Goxli Bon Romeo Arrival in Leipzig für die Runway 08 Left. Hier könnten wir unsere ATC-Clearance später eintragen. Hier unten finden wir noch ein paar Operational Impacts, die sind auch ganz interessant. Wenn unser Flugzeug zum Beispiel eine Tonne mehr wiegt als geplant, würde das bedeuten, dass wir auf dem heutigen Flug 40 Kilogramm extra brauchen würden, was uns weder mehr Zeit einbringen würde, noch Zeit kosten würde. Ebenso steht hier, wenn wir zum Beispiel höher fliegen würden, was wir brauchen würden, oder wenn wir tiefer fliegen, was wir brauchen würden. Ebenso hier unten auch der Kostindex. Wenn wir einen niedrigen Kostindex wählen, sind wir entsprechend langsamer unterwegs, brauchen 7 Kilogramm weniger Sprit und sollten wir mit einem höheren Kostindex fliegen, sind wir auch nicht wirklich schneller, brauchen aber 3 Kilo mehr Sprit. Ihr seht auch, so ein kurzer Flug macht das keinen großen Unterschied. Wir fliegen heute mit 157 Passagieren, das Ganze mit den eben angesprochenen Gewichten. Dann haben wir hier unten noch unser Routing aufgedröselt und dann können wir noch einmal in das Wetter reingucken. In Zürich haben wir aktuell einen Nord-Nordwestwind mit 6 Knoten, ein bisschen variabel. Aktuell 10 Kilometer Sicht, allerdings geht die auch auf 4000 runter und hat auch einen negativen Trend. Das heißt, tendenziell könnte die Sicht dann noch etwas schlechter werden. Wir haben Thunderstorms and Rain aktuell, Broken, also ziemlich stark bewölkt auf 7000 Fuß mit CBs, also mit Cumulonimbus-Wolken bei 22 Grad und das QNH 1012. Zeitweise kann die Sicht sogar runtergehen auf 3000 Meter. Also gucken wir, dass wir zügig aus Zürich rauskommen, weil das Wetter hier ist alles andere als gut. Schauen wir mal, wie das in Leipzig ausschaut, wo wir hinfliegen. Dort haben wir einen nördlichen Wind mit 5 Knoten, Clouds Visibility okay bei 18 Grad, QNH 1014. Und das hört sich also schon mal deutlich besser an. Alternate heute Dresden hat auch ähnliche Wetterverhältnisse. Wind aus 330 Grad mit 5 Knoten, ein bisschen variabel. Clouds Visibility okay 18 Grad und auch 1014 das QNH. Und ihr seht, auch von den Vorhersagen, also von den Trends, schaut es relativ entspannt aus. Was für uns jetzt noch interessant ist, uns ist der QNH hier in Zürich, den müssen wir uns nämlich noch einmal eindrehen, 1012. Und den drehen wir nämlich einmal hier ein, gucken, dass der auch auf der anderen Seite eingedreht ist. Ihr könnt im EFB einstellen, ob das Ganze gelinkt sein soll oder nicht. Und wir drehen das Ganze noch einmal hier unten auf unserem Standby-Instrument ein. Dann können wir noch in die NOTAMs gucken, in die Notice to Airmen. Da finden wir Einschränkungen, die wir entweder auf dem Flughafen, wo wir losfliegen, auf dem Flughafen, wo wir landen oder in den Airspaces, in denen wir fliegen, beachten müssen. Die sind für uns jetzt in der Flugsimulation nicht so interessant, außer wir sind auf VATSIM unterwegs, denn da wird manchmal das ein oder andere NOTAM auch umgesetzt.
Wir können das aber heute mal getrost überspringen. Wir wechseln zurück in die Phoenix App und möchten uns jetzt quasi darum kümmern, dass unsere Passagiere einsteigen können, dass der Sprit getankt wird und dass alles Wichtige an Bord kommt. Dafür gehen wir hier einmal auf die Mass and Balance Seite und können hierüber jetzt steuern, wie viele Passagiere wir mitnehmen möchten, wie viel Cargo wir mitnehmen möchten und wie viel Fuel wir mitnehmen möchten. Wir sehen, geplant sind 157 Passagiere, geplant ist Cargo von 2,1 Tonnen circa und geplant ist unser Simbrief Sprit von 5,4 Tonnen knapp. Das können wir noch einmal aufrunden. Ihr seht, wenn ihr hier auf dieses Stiftchen klickt, dann geht hier so ein Menü auf und ihr könnt die entsprechenden Werte anpassen. Wenn ihr also ein bisschen mehr tanken wollt, könnt ihr hier einfach den Regler hochziehen. Oder wenn ihr entsprechend weniger tanken wollt, als Simbrief das sagt, dann könnt ihr auch das hier ändern. Wenn ihr dann mit den Werten zufrieden seid, klickt ihr hier unten auf Load Aircraft und dann könnt ihr aussuchen, wie schnell das Ganze gehen soll. Wollt ihr in Realzeit boarden, würde in dem Fall also 26 Minuten dauern. Wollt ihr in Fast Time boarden, das würde dann nur 9 Minuten dauern, oder wollt ihr ein Instant Boarding? Wir wählen jetzt mal Realzeit und dann sollte also in 26 Minuten alles Wichtige an Bord sein. Dann können wir jetzt hier auch gleichzeitig beobachten, wie zum einen das Gepäck eingeladen wird, wie zum anderen getankt wird und wie zum anderen hier oben langsam die Passagiere einsteigen. Hier drüben sehen wir dann wichtige Informationen über unsere Operational Limits, also was dürfen wir maximal an Zero Fuel Weight haben, in dem Fall 61 Tonnen, was ist unser Max Landing Weight, 64,5 Tonnen und was ist unser Max Takeoff Weight, in dem Fall 73,5 Tonnen. Und das hier wird live geupdatet und zeigt uns immer, wo wir uns gerade auf dieser Skala aufhalten. Ihr seht, hier oben ist der MAC, der Mean Aerodynamic Chord. Das ist also vereinfacht gesagt der Schwerpunkt vom Flugzeug. Und wichtig ist, dass am Ende des Beladens dieser Knüppel hier in den Limits drinnen ist. Solange das Boarding läuft, können wir uns dann darum kümmern, die wichtigen Informationen hier in unsere MCDU einzugeben. Das schauen wir uns aber dann im nächsten Video zusammen an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Informationen zu dem Flieger geben. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich natürlich wie immer gerne auch in den Kommentaren wissen und über eine positive Bewertung würde ich mich auch freuen. Ihr könnt auch gerne jederzeit bei meinen Livestreams vorbeischauen. Auf Twitch fliegen wir regelmäßig den Phoenix A320 und andere Flugzeuge und dann könnt ihr uns live eure Fragen stellen und wir können die euch direkt beantworten. Ansonsten sehen wir uns gerne im zweiten Teil wieder und always happy landings!